Die kleine Spinne. Vor langer Zeit war die Sonne an einer Seite der Erde befestigt. Auf der anderen Erdhälfte litten alle Lebewesen unter Kälte und Finsternis. Deshalb sandten die Tiere der kalten Seite ihre besten Krieger aus, um ein Stückchen von der Sonne zu rauben und es auf ihre Seite zu bringen. Der Wolf, der Bär, der Elch, sie alle versuchten ihr Glück, aber keiner schaffte es. Die einen wurden von der Sonne in die Flucht geschlagen, die anderen vom gestohlenen Feuer grausam verbrannt. Diejenigen, die doch zurückkamen, brachten wegen des langen Rückwegs nur einen erloschenen Klumpen mit. Schließlich verzweifelten die bibbernden Tiere der kalten Seite. Eines Tages meldete sich bei einer Versammlung ein zartes Stimmchen zu Wort. Ich werde es versuchen. Als die Tiere merkten, dass dies eine winzig kleine Spinne gesagt hatte, machten sich alle über sie lustig. Na hör mal, du bist doch gar kein Krieger. Wie kommst du darauf, dass du es schaffen könntest, wo doch die Größten unter uns gescheitert sind? Aber die Spinne machte sich trotzdem auf den Weg. Da sie so klein war, kam sie nur langsam voran. Ihr kleiner Wuchs war aber auch von Vorteil. So konnte sie sich nämlich unbemerkt an den Wächtern der Sonne vorbeischleichen. Sie nahm eine winzige Feuerkugel, formte eine Schale aus Lehm und hüllte sie in ein dichtes Spinnennetz, um das Feuer vor Wind und Kälte zu schützen. Dann trat sie den mühsamen Rückweg an. Und als sie nach langer Zeit auf der kalten Seite ankam, da brannte ihr Feuer noch immer. Und kein einziges Tier, das sich nun wärmen konnte, vergaß jemals, dass dies Glück einer winzigen Spinne zu verdanken war. Philipp Lagotrea.